was geht ab? Ah. Drittes A Cappella-Match am heutigen Abend hier in Hamburg im Grünspan. Seid ihr ready für das nächste Match, Hamburg? Ja, dieses Match sollte eigentlich schon mal stattfinden. Es sollte auch genau hier stattfinden. Wo sollte es stattfinden? In Köln sollte es stattfinden, sorry. Es ist ein Nachholmatch. Es ist aus diversen Gründen ausgefallen, aber ich bin sehr froh, dass wir das heute hier in Hamburg bei euch im Grünspan nachholen können. Auf der einen Seite steht ein MC, der sich bei den Proving Grounds Veranstaltungen schon bewiesen hat und dort hat er ein 5:0 abgerissen, was die liebe Magda auch mitgejudged hat und hat gesagt, du hast mich überzeugt, ich werde einen Gegner für dich finden. Er hat auch schon Battles bei der FOB, wo er sich auch schon bewiesen hat. Er war einmal in der Cypher bei RAM, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. 2016, 2017. Alter, Magda ist halt das Almanach, die holt immer die geheimen Infos aus. Er macht ansonsten auch Mucke, ist auch als Poetry Slammer aktiv, aber heute muss er richtig auf die Fresse geben. Hier wird gebattet, hier brauchen wir Action. Pusht ihn, damit er richtig zerreißt. Macht mal Lärm für Leos! Und ihm gegenüber steht der Top-Tier-Takeover-Newcomer der letzten Saison. Er hatte hier sein A Cappella-Debüt vor einem Jahr, hat hier schon bewiesen, dass er auf jeden Fall bereit ist, ein weiteres Match zu kriegen. Er ist zweimaliger Freestyle Mania Champions League Sieger, zweimaliger, hat auch einige Veteranen in die Schranken gewiesen, aber heute geht es nicht um Freestyle, es sei denn, es wird mal gekontert. Heute muss er zeigen, dass er textsicher ist und bereit ist, abzureißen. Hamburg, macht mal einen riesen Lärm für Wally! Dieses Match ist judged und deswegen bitte nochmal Applaus für unsere Judges Dazzo, Kato, Niza und Ferry. Und der fünfte Judge seid ihr, deswegen hört gespannt zu und dann entscheidet ihr, welche Leistung besser war. Erste Runde, Walik, Hamburg, seid mir jetzt alle ruhig. Es fällt mir ziemlich schwer, mich in diesen hässlichen Proll zu verlieben. Digga, deine Hamsterbacken sind noch größer als die Selbstüberschätzung von Roni87. Du erzählst also rum, ich wäre kein interessanter Gegner? Digga, bleib stets auf dem Teppich. Du hast dich bis jetzt an mittelmäßigen, doch namhaften Gegnern gesättigt. Trotz dein paar 10.000 Drecksklicks fand jeder dein Regelbruch lästig. Du hast es geschafft, dass deine Ehre geschwächt und auf ewig befleckt ist. Also tu nicht so, als ob du in der Szene der Chef bist. Wenn bis auf deine zwei bekanntesten Battles jeder dich wegklickt. Obwohl du A Cappella mehr gerissen hast als ich, werde ich jedem hier beweisen, dass Walik dir als Gegner gerecht ist. Außerdem bist du nicht die erste Nutte, die ich auf der Reeperbahn wegfick. Als ich deine Texte das erste Mal gehört habe, habe ich mich immer gefragt, warum die so dumm und scheinheilig klingen. Doch als ich erfahren habe, dass du gemobbt worden bist, machte auf einmal so einiges Sinn. Genau vor einem Jahr habe ich hier mein Debüt gegeben, gegen Diamond, einem MC, der auch radikal gemobbt wurde. Und dieser Zufall ist echt wahnsinnig krass. Aber warum schickt ihr die gemobbten Kinder immer zu mir, ha? Bin ich Carsten Stahl oder was? Du hast ein schweres Leben hinter dir. Dein Spitzname in der Grundschule war Bitte rede nicht mit mir. Du wurdest in der Schulzeit so oft abgezogen. Deine Mutter versprühte Trauer und Müdigkeit. Sie schmierte dir jeden Tag 5 Pausenbrote, damit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass für dich auch noch eins übrig bleibt. In der Schulzeit haben meine Jungs und ich uns damals immer hart bepisst. Kennt ihr das, wenn ihr eine Scheiße baut und dafür eine Strafe kriegt? Bei mir an der Schule mussten wir das hässlichste Mädchen ansprechen, den schwulen Lehrer anlächeln, den Jarak in eine Keksdose stecken oder wir wurden gezwungen, einen vergammelten Käse zu essen, die Scheiße von einem toten Käfer zu lecken und Cynic-Songs durch die Gegend zu rappen. Bei dir an der Schule war die Höchststrafe, man musste sich einfach neben dich setzen. Szenen, in denen du dich als Gutmensch darstellen möchtest, gibt es vor der Kamera zuhauf. Aber über deine Gegnerin Jindo machst du dich lustig, dass sie Nacktbilder verkauft. Ich wollte mir ihre Nacktbilder aus Recherchezwecken reinziehen, doch bin zum Entschluss gekommen, ich gebe kein Geld aus für Onlyfans. Denn wenn ich eine missratene Pussy in Action sehen will, schaue ich einfach deine Poetry Slams.
In deinen Poetry Slam sagst du zum Beispiel, du schreibst deine Texte auf Papyrus. Digga, wie kann man auf so einer Scheiße nur schreiben? Gia, ich weiß, ihr steht hier auf Oldschool, aber du musst ja nicht gleich übertreiben. Und irgendwann wurde dein Leben zur Hölle auf Erden. Du hattest Depressionen und tief in dir den Wille zu sterben. Du konntest die Tage zählen, bis deine Zeit am Ende verrinnt und warst kurz davor, mit 13 aus dem Fenster zu springen. Du erzählst in deinen Slams von deinem übelst schlechten Leben und haust eine Triggerwarnung raus wegen deinen psychischen Problemen. Es tat mir fast schon leid, dass du so einen Scheiß ertragen musst, doch die größten Probleme, von denen du slamst, sind deine Netflix- und Partysucht. Digga, du hattest Depressionen wegen Netflix. Als ob dir jemand diesen Scheiß hier glaubt. Du bist ja ziemlich weichlich drauf. Junge, ich könnte dich umbringen. Mit dem Passwort zu meinem Amazon Prime Account. Und deine Taktik habe ich längst schon durchschaut. In meinen nächsten Runden fick ich dich härter als dein eigener Netflix Account. Time. Schöne erste Runde. Erste Runde, Lius. Ja, ich wollte mich mal umbringen, das war ekelhafter Shit, aber wenn ich mich heute kille, dann nehme ich dich mit. Komm mir heute nah, komm mir näher und schrei mir ins Gesicht, das zeigt mir, was du bist, dein scheiß Schreiheits und sonst nichts. Delivery, der Verdammnis, fuchtet dazu noch umher, als ob der sonst keine Sorgen hätte. Warum begrüßt du während deiner Runde so viele Leute? Und warum machst du das nicht vorm Battle? Und damit, hallo, top dir Takeover, ich bring heute diesen wandelnden Pubertätsblocker zu Fall. Bei deinen Gesichtszuckungen frag ich mich, was haben sie dir, Bastard, bitte in den Genpool geknallt? Deine Delivery ist die eines schreienden Babys und wirkt, als ob du gleich weinst, wahrlich. Ob die angesichts deiner wacken Lines übertrieben ist, nein, gar nicht. Der will uns einfach nur zeigen, dass er Hunger hat. So wie damals als Baby zu Hause. Aber dann friss doch einfach einen Snickers und halt deine Schnauze. Dicker. Wann merkst du endlich, dass das ganze Angeschreie und Nahegekomme absolut doof ist? Valentin, weißt du, wofür ein Mikrofon ist? Dir gehört für deine lächerliche, überhebliche Art ins Gesicht gespuckt. Laberst mich in Berlin von der Seite an, aber hampelst dabei rum, als ob du gerade pissen musst. Der Kleine ist nervös wie vorm Termin bei seinem Kinderarzt. Ich fress dich heute mit Haut und Haaren, ich hab Hunger nach dem Winterschlaf. Du willst also am Tisch mit den Großen sitzen? Dann solltest du nicht permanent auf den Boden blicken und dir schon nach zwei Sätzen in die Hose pissen. Also Lius, ich bin ja bei jedem Event immer am Start. Ja, wow, Dicker, ich hab einen Job, ein Privatleben und lebe nicht auf den Nacken von meinem Vater. Man fragt den, ey, freshes Shirt, woher ist das und gab's das gesenkt? Und er so, da muss ich nachfragen, das hat mir mein Papa geschenkt. Alter, bei so schreienden Kleinkindern laufe ich normalerweise direkt auf und davon. Alte Menschen wollen dir in die Wange kneifen und geben dir Brausebonbons. Ich schwöre auch, Dating ist für den Kleinen nicht leichter. Seine Freundin zeigt ein Foto von ihm und sagt, ja, ich weiß, aber der ist schon echt reif für sein Alter. Dicker, die zeigt ein Foto von dir und schämt sich safe. Alter, die Sonne von den Teletubbies nennt dich Babyface. Aber du redest ja von Clubs, Frauen, Bubblebutts und all diesen Sachen. Dicker, wenn du im Club meine Frau ansprichst, dann stirbt die vor Lachen. Bei dir ist nichts real, du musst immer rundherum lügen. Wenn Frauen dir mal schöne Augen machen, dann nur aufgrund von Muttergefühlen. Aber du nennst ja Magda deine Mutter. Da wollte ich schon ein bisschen drauf rumtreten. Ich bin heute auch wie Magda, denn ich werde mir den Säugling zur Brust nehmen. Doch deine Mutter ist nicht stolz, nein, du bist enttäuschend, du Lappen. Wenn Magda dir mal auf den Rücken klopft, dann höchstens zum Bäuerchen machen. Ist mit so Abendveranstaltungen auch echt nicht leicht, nein, verdammt ist es stressig. Wir sind heute nur das dritte Bäde, damit du pünktlich im Bett bist. Dicker. Ich bin der Grund, warum du heute wieder blöd guckst. Du zählst erst seit 2 Wochen offiziell nicht mehr als Fötus. Du mieser kleiner Lappen, ich werde dich von dieser Bühne klatschen. Wie, was soll das heißen? Man muss ja keine Liegestütze machen. Dicker, ich schenk dir heute Blumen, doch das ist nicht Valentinstag. Nein, ich leg sie auf dein Grab, das ist nicht Valentinstag. Schrei rum, wie du willst, deine Lines punchen kaum. Du kommst deinen Gegnern nahe, ich geh meinen bis unter die Haut. Kick deine Google-Witze, deine Billo-Reime, weh die leichten Name-Drops, ich fick das. Du zeigst nur jedes einzelne Mal, dass dein scheiß Name kein Gewicht hat.
Und wenn du mir gleich zu sehr auf den Sack gehst, du Lutscher, ramm ich meine Faust durch deine Milchzähne und verpass dir einen Schnuller. Zeit! Yo, yo, yo. Du gehst auf meine Mutter? Was ist das für ein wacker Move? Spätestens seit MC Boogie wissen wir, Mütter sind tabu. Dann sagst du, ich habe alle Sachen von meinem Vater bekommen. Digga, für diese Lügen müsste ich dich jetzt entmisshandeln. Digga, wenn von Lügen die Nase wachsen würde, müsstest du dich jetzt in Farid Bang verwandeln. Sowohl in deinen Poetry Slams als auch in deinen Rap Battles ist es dir wichtig, eine Message nach außen zu verbreiten. Eine klare Kante gegen Diskriminierung und Solidarität mit Ausländern zu zeigen. Poetry Slam ist deine Aufgabe und kein dummes Spiel. Die Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen, ist dein großes Ziel. Mein Hass gegenüber Rassismus und der AfD ist ziemlich riesig. Und AfD-Kritik ist wichtig, besonders wenn sie effektiv ist. Doch du hast bis jetzt fast allen deinen Gegnern Rassismus und Antisemitismus vorgeworfen und deine Ideologie nach außen getragen. Aber wir sind hier auf einer Hip-Hop-Bühne. Hier sind alle gegen Rassismus. Das heißt, das brauchst du nicht sagen. Deine Poetry-Slam-Wettbewerbe funktionieren wie Battles in der Cypher. Derjenige, der die bessere Leistung bringt, kommt weiter. Es geht darum, mit guter Lyrik deine Emotionen nach außen zu tragen und nicht mit traurigen Phrasen und billigen Texten die Crowd zu verarschen. Letztes Jahr in Berlin hast du echt lange auf die Show gewartet und verwendest deine Meinung zu Rassismus und Kolonialismus als Jokerkarte. Du sagst, was wir Europäer den Afrikanern damals angetan haben, ist falsch und ekelhaft gewesen. Trauerst um den Tod von George Floyd und im Saal kann jeder dich verstehen. Du beendest deinen Slam und der Applaus kannte keine Grenzen. Aber eigentlich hast du nur das gesagt, was alle im Raum denken. Julius, was hast du damit vorgehabt? Du hast vor 100 toleranten Leuten Rassismus, Kolonialismus und die AfD kritisiert. Und tust so, als hättest du die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Ich wünschte mir, du hättest dir für deine Texte ein bisschen mehr Zeit genommen. Du hast das Thema nur ausgenutzt, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du eine Runde weiterkommst. Und ja, AfD-Kritik ist wichtig. Da gibt's fast nichts zu motzen. Nur hast du nichts dazu beigetragen, die AfD zu stoppen. Deswegen schau mal in deine alte Heimat nach Ostdeutschland, wo es deinen Nachbarn scheiße geht, weil ihnen seit der Inflation das nötige Kleingeld und die Scheine fehlen und sie deshalb aus reiner Aussichtslosigkeit jubeln vor dem AfD-Parteitag stehen. Keiner von uns kann mehr an den Zeigern drehen. Die Ampel, Corona und Inflation haben uns gefickt. Das braucht man gar nicht klein zu reden. Wenn du mit deinen Poetry Slams wirklich eine Message senden willst, könntest du zurück nach Leipzig gehen und den Leuten beiseite stehen und ihnen sagen, ey, ich weiß, dass ihr in beschissenen Zeiten lebt und ihr euch nicht ganz sicher seid, wie es mit euch weitergeht. Doch eine Partei zu wählen, an deren Spitze Herr Krupalla und Frau Weidel stehen, löst kein Problem, weil diese Leute zwar rhetorisch stark sind, aber eigentlich nur Scheiße reden. Ganz Ostdeutschland ist von der AfD-Partei geprägt und deine Kunst dort zu machen und den Leuten Hoffnung zu schenken, wäre sicherlich kein leichter Weg. Es könnte sogar sein, dass jemand kommt und dir eine klebt, aber weil du es nicht machst, weiß ich, dass vor mir kein Gegner, sondern nur ein Feigling steht, dem, um wirklich mit seiner Kunst die Gesellschaft zu verändern, einfach nur die Eier fehlen. Time. Dicker, achso, wird's noch. Achso. Ah, okay. Dicker, du sagst, dass jeder so denkt, Alter, woher kommen dann über 20%? Okay. In unserem Face-Off disst du meine Musik und sagst, es wäre richtiger Dreck. Du hast zwar noch keine Tracks draußen, aber dafür ein 16 auf YouTube. Okay, okay. Was hast du denn so bisher gerappt? Ich war zwar Leistungsschwimmer, aber ich schwamm niemals mit dem Strom. Okay. Ich glaube, du bist ganz schön blöd, Jung. In welchem scheiß Hallenbad gibt's bitte eine Strömung? Ich komm zu deinen Schwimmstunden, um mir dein erbärmliches Leben zu holen. Schmeiß einen Toaster ins Wasser und brüll los, Walek. Schwimm gegen den Strom. Dein Trainer kommt rein und sagt, hä, was ist denn los, Junge? Hör auf, hier nur so rumzutreiben. Und ich so, ey, alles cool. Wir spielen gerade nur, wer kann länger die Luft anhalten. Und das ist also euer Newcomer des Jahres. Aber schaut man sich deine Konkurrenz an, bist du Newcomer von gar nichts. Vergangene Gewinner waren Karate, Andy, Gospel, Kapital, Finch. Das laden Legenden, die hatten Konkurrenz und ist schwer. Deine Konkurrenz war... Wer? TMLC? Digga, Notice ist kein verdammter Newcomer, Alter. TMLC und Felix Smart.
Wer oder was ist dieser Scheiß? Und du hast nicht mal gewonnen, weil du der Beste warst. Du warst einfach nur immer dabei. Du wandelnde Teilnehmerurkunde, dann dauernd die Crowdfronten, weil die nicht genug Lärm für dich machen. Ist bisschen schwierig für mich. Alter, der hat gerade so laut gebrüllt, dass er die Mutter seines Gegners fickt. Warum applaudiert ihr denn nicht? Und auch heute wählst du den leichten Weg. Ich dagegen beweise Anspruch an meine Leistung. Und weil du dumm wie Scheiße bist, beweise ich dir das einfach mit Kleidung. Denn weil deine Punches zu schwach sind, willst du mich mit einem Rufschaden strecken. Du willst schmutzige Wäsche waschen, schön, ich lass mich von dir in keine Schublade stecken. Musik, Poetry Slam, Tabubruch, deine Engels sind leicht und beschissen. Ich hab zwar keine weiße Weste, aber dafür ein reines Gewissen. Du hast ein Tabu gebrochen, jetzt brech ich deins, ich seh das vollkommen entspannt. Ich lass mir keinen Strick drehen, ich werd dir Stricknadeln durch deine Knopfaugen rammen. Drop ruhig meinen Job, damit wirst du niemanden von den Socken hauen, aber glaub an mich und ich schenk dir dadurch Gottvertrauen. Du hast dir hier für große Chancen ausgemalt, doch das geht in die Hose wie Hemden auf Hochzeiten. Ich dagegen bring Topzeilen, die in jedem Kopf bleiben wie Jochbeine. Mich stoppt keiner, denn meine Bars treffen. Das sind maßgeschneiderte Abendkleider gegen Fast Fashion. Du und deine Kindercrew machen auf Straße, aber ihr seid nur ein paar lächerliche Art Trappen. Ich meiße eure Namen in Grabplatten und euch wird eng um den Hals wie bei Krawatten. Ihr macht auf Street, aber was für Cops, was für Straßenkampf, was für Ops. Die einzigen drei Streifen, die ihr je gesehen habt, waren bei Adidas. Merkst du das? Ich erzeuge Komplexität, deine Engels sind nicht mehr als nur eine Masche. Wirf mir mein Tabubruch vor, doch das ist wie das Polo-Logo, das nehme ich gerne auf meine Kappe. Warum sollte ich dich mit Samthandschuhen anfassen? Ich tippe wie im Wahn, solange bis alle Tastaturen schlapp machen. Scheiße, was ich mit diesen Parts hier zeige, dieses halbe Hemd ist doch lang nicht meine Kragenweite. Elendig, das hier ist noch wahres Handwerk, fernab von deinen austauschbaren Modemarken. Ein Kehlenschnitt und ich verpasse deinem Style endlich einen roten Faden. Deine Kunst ist nicht mein Fingerzeig auf Kreativität. Meine sind ewig lange Gebärdenzeichen. Du willst deine Vorbilder kopieren, doch ich werd zu einem. Du hast deinen Titel nicht verdient. Um uns beide zu matchen, mussten die wahnsinnig sein. Ich beweise heute ein, ich brauche keine verfickte Urkunde, um Newcomer des Jahres zu sein. Time. Beide MCs haben noch eine Runde. Let's go. Jesus wurde im Battle von Cassius mies zerstört. Seine schwache Leistung hat mich zutiefst empört. Ich hab die Gründe dafür recherchiert, wie ein Nerd. Und hab herausgefunden, er hat vorher im Backstage deine EP gehört. Junge, jetzt kommt, wie du es sagst, die epische Real Talk-Runde. Auf meine Art und Weise. Und Real Talk? Ich find deine Mucke scheiße. Digga, deine Musik ist so wack. Bei einer Albumankündigung von dir weiß man schon im Vorhinein, dass es scheiße wird. Wie das Roni 87 Comeback. Und beim Songtexte schreiben warst du wahnsinnig truff. Du rappst, wir sind wie Robin, Dicker. Jeden Tag in der Hood. Merkst du selber, ne? Nach dieser Line wurde ich wahrlich ziemlich schadenfroh. Was kommt als nächstes? Wir sind wie Leonardo, Dicker. Jeden Tag in einem Cabrio. Ja, apropos, du hast gute Musik. Glaubst du selbst nicht? Auch eine weitere Line von dir hat mich echt sehr enttäuscht. Da rappst du, tausende Gedanken blitze schießen. So als hätte ich gerade einen Sextraum mit Zeus. Digga, du rappst von feuchten Träumen mit griechischen Göttern. Junge, was ist mit dir? Stellt euch vor, Lius will gerade seinen Mikropenis in sein Vibe versenken. Sie so, Julius, wieso hast du noch keinen Harten? Lass uns bitte keine Zeit verschenken. Und er so, warte Schatz, lass mich nur noch kurz an Poseidon denken. Und über deinen Diss-Track gegen mich nicht zu lachen, war echt schwer. Denn da behauptest du, dass jeder Live-Auftritt von dir der allergrößte Abriss wäre. Ich habe daran gezweifelt, dass das in der Tat so ist. Doch in unserem Face-Off meintest du, du hast bei Rap am Mittwoch in Leipzig damals einen Part gekickt. Ich habe die ganze Cypher durchgeschaut und die ging über eine Stunde. Ich habe dich so sehr gesucht, doch habe dich nirgends gefunden. Digga, du wurdest einfach rausgeschnitten. Denn im Rappen warst du niemals der King. Aber weißt du, was noch peinlicher ist? Die Parts von Seva, Native und Tysos waren alle noch im Video drin, Junge. Was ist mit dir? Doch, dass du rausgeschnitten wurdest, ist nicht so schlimm. Denn deine Mucke, die hat eh niemand genossen. Ich wünsche, wir wären in Amerika. Da werden die schlechten Rapper wenigstens erschossen. Time. Okay, warte kurz. Ich weiß, dass es dich nervt, dass dich jeder deiner Gegner als Kleinkind bezeichnen kann. Aber dann machst du mit bei 4-7 bei Big Difference und battlest als Kind gegen den Weihnachtsmann.
Das Battle war so unfassbar scheiße. Ich hoffe, du bekamst dafür auf dem Schulhof Hetze. Du hast so viel gechoked, ich dachte, das wäre ein Producer-Battle. Und gerade wenn man denkt, es geht nicht peinlicher und innerlich schon schreit in seinem Kopf, kommt Valik mit seiner zweiten Runde und zeigt, es geht doch. Denn da rappst du, ich bin heute hier, um dich von der Bühne zu schicken. Du bist noch unbeliebter als ein ukrainischer Flüchtling. Valentin, was für eine Scheiße verzapfst du in deiner Lebenszeit? Die Jubler waren sehr verhalten. Und ich meine, die Jungs jubeln wirklich bei jeder Line. Diese Line war so unfassbar dumm. 4-7 nimmt dir das Mic ab und fragt, Bruder, was? Warum? Und dann sieht man unseren kleinen Wohlstandswalik, wie er da steht, verunsichert und sichtlich blamiert. Digga, du heißt Valentin, du hast gerade dein Abi gemacht und Urlaub auf den Kanaren, du bist so verdammt privilegiert. Wie überheblich kann man sein, du erbärmliches Blag? Du siehst die, die am Boden liegen und trittst nochmal nach. Und wie abgehoben kann man sein? Come on, ich bitte dich, du bist doch bestimmt kein Bonze. Nein, du bist gehobene Mittelschicht. Digga, das sind Menschen mit zerbrochenen Existenzen, die vor einem Krieg fliehen. Die sind zerstört, traumatisiert und fertig. Und Valentin denkt sich so, boah, nee. Das nervt mich. Was weißt du von Krieg im eigenen Land, von alles aufgeben und flüchten, von getöteten Verwandten und Verwesungsgerüchen? Valentin sitzt in der Bahn, auf dem Weg zu einer Bar mit seinen Jungs, ja. Ihm gegenüber ein kleines ukrainisches Mädchen, sie krallt sich in den Arm ihrer Mutter. Ein Auto zündet fehl. Ein lauter Knall, ein lauter Schrei, sie zittert und bippert und krampft mit der Zeit. Retraumatisiert beginnt sie zu heulen und weint bitterlich. Valentin verdreht die Augen und flüstert leise, bitte nicht. Angst in ihrem Blick und Szenarien in ihrem Kopf. Sie denkt an Schüsse, du denkst, wann kommt endlich mein Stopp? Stirbt ihr Vater gerade, weil er alleine gelassen im Schützengraben verwundet liegt? Valentin räuspert sich, steht auf, geht zu der Kleinen hin und sagt, sorry, aber du machst dich gerade ganz schön unbeliebt. Denn die sowieso schon am Boden liegen, sind für dich ein leichtes Ziel. Du missbrauchst sie als Objekte für deine Texte, aber hey, das ist halt provokant und das gehört zu deinem Stil. Aber dann auch dauernd diese Lines gegen Schwule, so wie eben, Alter. Ich pack das nicht. Wenn ich Bock hab, ramm ich deinem Vater die Faust so tief in den Arsch, bis du ein bisschen toleranter bist. Und Davis Dad ist also sein Mongo-Afrika-Vater? Du bringst AIDS und auch Kokosnuss-Lines? Alle in Berlin dachten, okay, er ist ein Kind, aber er kann so dumm nicht sein, Alter. Ach so, und dann sagst du, Davis wirft mit seiner Leistung die ganze Szene um Jahre zurück. Aber Dicker, ich weiß nicht. Erstens hast du 5-0 auf die Fresse bekommen und zweitens driftest du gefährlich zurück nach 1933. Könnt ihr kurz leer machen? Aber dann brüllst du wieder Cancel Culture, Cancel Culture. Battle Rap wird zu Vogue, Alter, laber keinen Scheiß. Ich will dich überhaupt nicht canceln, Digga. Ich will einfach nur, dass du nachdenkst, wenn du schreibst. Zeit. Mach mal Lärm für meine MCs, Hamburg! So, die Judges notieren ihre jeweiligen Stimmen auf den Zetteln. Die wandern dann zur lieben Magda in den Topf. Und ihr müsst euch jetzt überlegen, an wen ihr euren Punkt gibt. Valik oder Lius? Nein, nachher ist doch nur Rap draußen. Da können wir alles ausknobeln, was du dir vorstellen kannst. So, du hast die Stimmen. Einmal bitte Licht in die Crowd. Ach, ihr seid auch da? Gar nicht gesehen heute. Wichtig, jeder von euch entscheidet sich für einen der beiden MCs. Angefangen hat Valik. Wenn ihr sagt Hamburg, der Punkt geht an ihn. Einmal Lärm und Hände. Nachgelegt hat Lius. Wenn ihr sagt, der Punkt geht an ihn. Einmal Lärm und Hände. Kein Freestyle. Leute, ganz kurz. Ey Leute, chill, das wäre unfair. Ich verstehe das. Wir haben ein A Cappella-Event. Nachher draußen ist doch nur Rap, okay? Da können wir freestylen. Wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Wir machen jetzt nur Hände, okay? Nur Hände, lange oben halten und am besten ein Foto bitte machen von der Crowd, ja? Geh du ruhig mal nach vorne, damit du alle im Blick hast und ein Foto machst, ja?
Sag mal, wenn der Winkel stimmt, dass du alle drauf hast. Hast du? Ja. Sieht gut aus? Sieht gut aus, ja. Sieht gut aus, okay. Einmal bitte nur die Hände für Walik. Hast du? Hände wieder runter. Einmal nur Hände für Lius. Knappes Ding. Punkt von euch geht an Walik. 1-0. Lius, 1-1. 2-1 für Walik. 2-2 Hamburg. Mach doch mal Lärm! Mach doch mal Lärm für dieses Battle! Warte, ich schnapp immer hier, du wolltest. Eieiei. Ey. Kato. Jojojo, jetzt mal ganz kurz, macht mal Lärm. Also, alle Battles waren bis jetzt krass, aber macht mal Lärm für das mit Abstand beste Battle dieses Abends, Alter. Ey, was ihr gemacht habt, war echt heftig, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass dein Style so gut hier passt. So. Ich schwör's dir, du bist für mich still die Newcomer, einer der besten zurzeit, wirklich so. Mach mal Lärm, Alter! Aber bei den Judges, ich hab's an dich gegeben, Alter. Also ich fand halt die erste und die dritte, so die zweite kann man gucken, so. Aber die erste und die dritte, die erste war halt einfach zu killer. Und die in der zweiten die Reimkette und so. Du hast dich so krass weiterentwickelt. So, du bist ein krasser Freestyler und hast halt dann jetzt bei A Cappella endlich so das gezeigt, was du halt, was sich viele von dir versprochen haben. Und du hast mega krass abgeliefert, aber ey, das ist immer so eine Herzensentscheidung, gerade von der Crowd. Und da hast du mich einfach mehr abgeholt, Alter. Und Respekt an euch beide, Alter. Krasses Battle. Wäre vielleicht irgendwo anders ausgegangen, aber ey, mach mal Lärm von der Bell, Alter! Als nächstes bitte Neiser. Jojo, danke für das Battle, das war richtig krass, Alter, mega ausgeglichen. Ich finde, das ist eine Style-Frage, ich habe es an Lius gegeben. Erste Runde war die ausgeglichenste, da ist es halt einfach eine Frage, was fand ich witziger und bei dir fand ich die Säugling-Bars einfach zu dope. Zweite Runde war aber, du hast halt dieses Klamotten-Scheme gemacht und das kam einfach nicht so an. Also ich hab's gecheckt, so, aber es gab nicht so den Grund zu reacten. So. Bei dir, du hast dieses diepe Ding aufgebaut. Vom Engel her schon schlauer, auch wenn du am Ende dir ein bisschen selbst widersprochen hast und dasselbe gemacht hast. Aber ich gebe die zweite Runde trotzdem an dich. Und die dritte fand ich bei dir dann einfach krasser. Trotz des Mini-Chokes hast du dann eine ähnliche Atmosphäre wie in der zweiten aufgebaut und dir nicht widersprochen. Und das hat für mich mehr gezündet. Deswegen an Lius, aber Props an euch beide, war krass. Ferry. Gang, gang, turn up. Sehr, sehr, sehr krasses Battle, echt. Ich muss ehrlich sein, für mich war das gerade Panik, entscheiden zu müssen, wer gewinnt. Ich bin sehr froh, dass die Crowd es genauso sieht, dass es eigentlich für mich fast ein Draw ist. Sehr, sehr fresher Style, viel Hunger, feiere ich schnell. Ich meine, es ist ähnlich das, was Kato gesagt hat. Ich finde auch, du hast halt einen sehr diltily Style so für mich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das von einer anderen Crowd noch krasser kommt. Für dich, ich glaube, du hast das sehr gut ausgespielt. Spannend, wen habe ich genommen? Ich habe tatsächlich für dich gewählt, einfach weil da textlich mehr für mich drin war. Aber der Hunger, würde ich sagen, war auf seiner Seite auf jeden Fall noch nicer. Turn up. Letzte Stimme. Warum habt ihr alle so viele Worte gesagt? Das nervt mich, jetzt fehlen die mir. Ey. Ich fand's mega ausgeglichen. Ich hätte nicht erwartet, dass ich das so krass finde von dir. Ich habe dich auch noch nie live gesehen. Starke Präsenz, gute Performance. Bei dir würde ich tatsächlich sagen, komm mal noch ein bisschen mehr aus dir raus. Lass das nicht so, weißt du, sei einfach ein bisschen mehr hier. Weißt du, das klingt manchmal so, als würdest du in deiner eigenen Bubble schweben und dann die Texte uns mitteilen wollen.
aber Battle ist. Weißt du, wie ich meine? Zeig, was du kannst, weil ich glaube, du hast das drauf. Du hast die Lyrics dafür. Aber für mich war es zweite Runde ein bisschen viel tatsächlich über dich. So, Real Talk, es ist sehr viel Ich-Lines gewesen, so. Wenig gegen Walik. Walik gegen dich zwei Runden gebracht. In der dritten bist du aufgetaut, hast rausgehauen. Die Crowd hat es genauso ausgeglichen gesehen. Keiner wusste genau, wer gewonnen hat, denke ich. Ich habe es aber an Walik gegeben. Gut, dass die Crowd das am Ende entschieden hat, Dicker. Hab noch einen schönen Abend. Ey, mein Riesenrespekt. Ich bin so, so froh, dass wir das Match nachholen konnten. Ihr habt eine so geile Energie in diesem Raum erzeugt. Ihr hier auf der Bühne, die Crowd da unten. Es war ein Zusammenspiel, es war so, so geil. Bitte nochmal einen Riesenapplaus für beide MCs in diesem Match hier. Lius, knappes Ding. Was würdest du der Crowd sagen zu guter Letzt? Alter, es hat übertrieben Bock gemacht. Vielen lieben Dank, Hamburg. Ihr wart ein arschgeiles Publikum. Lasst uns einfach heute noch viel Spaß haben, viel saufen und feiern, Alter. Let's go, Alter. Walik, deine Worte zur Crowd. Ja, danke euch auf jeden Fall. Mir macht es hier im Grünspan immer sehr viel Spaß. Auch Props an meinen Gegner. Hast super abgeliefert. Ich bin froh, dass ich der Erste bin, der dich besiegen konnte. Ne? Deswegen, ja, Dankeschön auf jeden Fall. Einmal nochmal richtig Lärm für den Sieger dieses Matches. Walik! Top Tier Takeover, wir haben das Battle gesehen, Lius versus Walik. Lius, das allererste Mal bei uns auf der Bühne, beziehungsweise ein Cypher-Part in Leipzig, a cappella heute das erste Mal. Wie geht's dir? Gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch eine neue Erfahrung, so safe. Aber hat sehr viel Bock gemacht. Es war tatsächlich auch, hat sich sehr gut angefühlt. Also ich dachte ehrlich gesagt, ich fühle mich ein bisschen unwohler so in dieser, sag ich jetzt mal, neuen Umgebung, Anführungsstrichen so. Aber es hat echt unfassbar Bock gemacht. Die Crowd hatte übelst viel Bock so. Das hat richtig gezündet und ja, hat Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Walik, dein zweites Mal in Hamburg. Welches Hamburg hat dir besser gefallen? Ja, also auf jeden Fall, das letzte Hamburg war auf jeden Fall viel besonderer, weil es war quasi das erste Mal und das erste Mal ist immer was ganz Besonderes. Ich muss jetzt sagen, dieses Mal war die Leistung besser, war das Gesamtmatch besser und deswegen von der Qualität war es dieses Mal auf jeden Fall besser. Ja. Ich will auf ein paar inhaltliche Fakten gehen. Zum einen, warum disst du mich? Ich fand es halt süß so, als ich das immer gesehen habe, so mit meine Söhne und so weiter und so fort. Du bist jetzt auch ein Sohn. Aber ich fand es halt auch lowkey ein bisschen weird, weil ich mir halt so dachte so, okay, jeder, der dorthin kommt, ist automatisch so Sohn. Es war irgendwie für mich so ein bisschen so dieser Manuelsen-Move, wo du so die Hand quasi drüber hältst und alle können unter deine Fittiche kommen. Aber ja, wenn du aufstehst, dann stehen all deine Söhne auf. Ja. Dankeschön. Wie hast du dich gefühlt, als er deine Mutter beleidigt hat? Also spätestens seit MC Boogie wissen wir, Disse gegen Mütter sind tabu. Okay, okay, okay. Und du siehst davor, Alter, die ganze Crew. Okay. So geht die Line weiter. Echt? Ja. Nein. Kannst du? Okay, deine Mutter ist eine von meinen Nutten. Ja, ich glaube, das war die Line. Ja, und dann, früher sagte man, Sprüche gegen Mütter sind tabu. Heute siehst du vor mich vom Club die ganze Crew. Ach so, ja. Ich kenne MC Boogies Freestyle-Battles nicht auswendig. Dennoch konntest du heute Abend das Battle für dich gewinnen, auch wenn du Boogies Parts nicht auswendig kannst. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich sehr gut. War auf jeden Fall ein sehr knappes Ding. Also ich denke, wenn das jetzt von einer anderen Crowd stattgefunden hätte, dass auch er das hätte holen können. Ich glaube auch, dass die Judges eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. So, also wie gesagt, ich sage es jetzt einfach, du hast ja quasi erstmal als Judge Karma vorgeschlagen. Und also mir war klar, dass wenn Lius und ich auf Augenhöhe abliefern, dass Nysa und Ferry das auch an ihn geben, weil ich war halt einfach der Meinung, okay, das ist quasi so diese Diltilly-Bubble, die halt eher so auf Lius-Style stehen. Und dann war einfach mein Wunsch, dass jemand in das Judging-System reingeholt wird, der ein bisschen mehr mein Style verfolgt. Und da hat mir Kato dann natürlich so ein bisschen in die Karten gespielt, weil er halt wahrscheinlich mein Style einfach mehr feiert als Lius Style. Und ja, also ich glaube, je nachdem, wer dieses Battle gejudged hätte, wäre es einfach immer anders ausgegangen, je nachdem. Also einfach eine Stilfrage so. Ich fand es auf jeden Fall von euch beiden sehr, sehr gut. Ich fand da auch bisher, das war das beste Battle des Abends so, weil beide richtig krass abgeliefert haben. Wie sehr kannst du das Judging nachvollziehen? Kein Hate gegen das CSN Galactico Battle. Ich fand es an sich
nice so. Ich fand es auch gut begründet. Ich feiere das immer, wenn Judges auch gut begründen so. Ich habe die Punkte gesehen. So, für mich war es halt auch knapp so. Ich meine, wir sind auch so direkt nach dem Match, waren wir nur so, Digga, wird übel knapp so. Und ich finde, man hat es vor allem auch an der Crowd gesehen, so, dass es halt am Anfang auch echt scheiß unentschieden war so und dann mit den Handsdingen sich so ein bisschen rauskristallisiert hat so. Ich bin zufrieden mit dem Judging so. Ich denke mir so, yo, wie gesagt, hätte an einem anderen Tag auch anders ausgehen können. Aber insgesamt hat er halt verdient gewonnen, so halt gut durchgezogen und gut gerappt so. Deshalb, ja, voll. Safe, ein zweites Thema, das besprochen worden ist, das wir leider natürlich hier in diesem kurzen Interview nicht so sehr ausschlachten können, ist, dass sowohl ihr beide irgendwie über Rechtsextremismus gerappt habt. Was war dein Punkt dahinter? Also zunächst war mir erstmal klar, dass es quasi Lios Spezialität ist, Leute aufgrund des, was sie halt in ihrer Kunst oder in Battles sagen, wenn es jetzt nicht politisch korrekt ist, dass der die dann... dass er das dann quasi als Engel nimmt und den radikal ausschlachtet und perfekt exekutiert. Und da bin ich natürlich schon davon ausgegangen, dass er das auch bei mir macht, da ich auch rassistisch gebettelt habe und auch teilweise dumme Sachen gesagt habe, von denen ich mich auch heutzutage auch tatsächlich distanziere. Nicht von allem, aber von einigen Sachen auf jeden Fall. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, zu schauen, okay, was macht denn Lios? Und mir scheint es halt nicht besonders sinnvoll, wenn Lios Poetry Slams macht und da dann quasi die ganze Zeit gegen die AfD und gegen Rassismus predigt vor einer Crowd, die das ganz genau weiß. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Lios das quasi auch selber weiß, dass es eigentlich nichts bringt, wenn er quasi sich die Gesellschaftskritik als Ziel setzt. Aber quasi jeder von den Leuten, denen er diese Gesellschaftskritik überbringt, genau dasselbe denkt wie er. Und dann dachte ich mir, dann sage ich es ihm einfach, verpack's in Reim. Ich glaube, Neiser hat auch noch gesagt, dass ich dann im Endeffekt das Gleiche gemacht habe. Darum ging es aber in dem Fall nicht. Also es ging mir in dem Fall einfach nur, es Lios vorzuhalten. Und mir ging es in diesem Battle einfach nicht darum, quasi auf Moralapostel zu tun, was Lios quasi in seinen Poetry Slam meiner Meinung nach zumindest macht und wirklich eine politische Message senden will. Genau. Ja. Siehst du dich als Moralapostel in deinem Poetry Slam? Das kann man mir gut umdrehen. Ich habe... Ja, schon voll. Ich habe verschiedene Sachen. Ich schreibe viel persönlichen Scheiß, so, der mich einfach beschäftigt, so, weil mir es immer geholfen hat zu schreiben, auch Tracks machen und so. Sicherlich auch Moralapostel. Ich habe aber, was das angeht, auch dazugelernt, so, weil ich finde halt im Poetry Slam ist es echt krass so von dem Bashing her, dass man halt sagt, okay, es ist halt so ein Kreisgewicht, so, wenn wir alle dieselbe Meinung haben. Ich finde es aber einen Unterschied, ob man halt plakativ einfach nur sagt, so, yo, Rassismus und die AfD finde ich scheiße, so. Obviously ist das Konsens, so, das sollte das sein, aber... auf der anderen Seite sehen wir auch gerade scheiß hohe Wahlergebnisse dagegen, deshalb oft genug die Leute halt daran auch aufzustehen und halt Flagge zu zeigen. Und auf der anderen Seite ist es halt auch die Art und Weise, wie man es verpackt. So. Also ich finde, wenn man eine neue Sichtweise draufbringt und neuen Input und nicht einfach nur sagt, das ist scheiße, so, kann das Ganze auch gut gemacht, gut kommen. So. Aber ja, es ist ein Grundproblem von Poetry Slam. So. Vor allem, also das hat er auch gut erfasst. So. War tatsächlich ein valider Engel. So. Aber ich persönlich so, ich mache das in Sachsen so, ich mache das in Berlin, scheißegal wo so. Ich gehe damit halt auf die Bühne so und habe auch schon nicht so gute Reactions auf meine Texte bekommen. Deshalb ist es dann aber halt auch scheißegal, weil dann können sich die Leute halt ins Knie ficken. So. Safe. Also ich finde, der wichtigste Punkt ist, dass wir alle die AfD scheiße finden. Ja, da sind wir uns alle einig. Ja. Und der zweitwichtigste Punkt ist, wir haben ein sehr geiles Battle von euch beiden gesehen. Ja. Ich würde mich freuen, euch beide wieder hier zu sehen. Darf ich noch eine Sache sagen? Wir starten nächstes... Ah, das Interview kommt erst später, ne? Ja. Egal, scheiß drauf. Also, Carbus, Crash Bundy und ich, wir gründen unsere eigene Battle-Rap-Liga in Stuttgart. Sie trägt den Namen Battle den Süden. Checkt gerne unsere Tickets ab. Kommt auf jeden Fall gerne zu uns. Ihr seid herzlich willkommen. Und ja, das war's eigentlich. Darf ich auch noch Werbung machen? Kommt zu Poetry und Hip-Hop in fast jeder Stadt in Deutschland. Super geile Veranstaltung. In Berlin moderiere ich. Ich grüße meinen gesamten Späti. Shoutouts gehen raus, wenn ihr das seht. Fick die AfD. Wir haben das Battle gesehen. Lios versus Valik. Mein Name ist Magda. Top der Takeover. Seid lieb zueinander, außer zur AfD.